2 Jahre Bewährung. Toll. Schriftliches Verfahren, obwohl der Anwalt beigeordnet worden ist. Sie schießen also aus allen Rohren, wenn du willst, egal wie. Da kommt jetzt der nächste Prozess, Widerspruch, klar, Prozess eingeleitet, 28. Mai. Mal sehen, ob er das noch schafft. Da sitzen in der Zwischenzeit ein paar andere Leute mit drin. Bekannte, für einige Bekannte, einer sogar aus Berlin, der kniet sich da richtig mit rein. Mal schauen, vielleicht führen wir sie einfach nur mal vor. Aber sie versuchen schon was, sie versuchen zu schießen aus allen Rohren. Auch Krankenkasse, wie gesagt, wie abgesprochen, kommen die von heute auf morgen die Dinger rein. Und was passieren dann? Zurückschicken, Krankenkasse hat den Vorstand angeschrieben, bei anderen auch Vorstand, die ziehen auch mal zurück. Alles klar, alles wieder in Normalzustand versetzt, geht. Ist ein bisschen Arbeit, ist ein bisschen viel Arbeit, habe ich auch keine Lust zu, aber was soll's, es muss gemacht werden. Es passiert, wie gesagt, im Hintergrund sehr, sehr viel. So werden Gesetze, sogenannte Gesetze, geändert, verabschiedet, stillgelegt, aus dem Verkehr gezogen und keiner richtet sich danach. Jedenfalls die Herren von der Politik nicht. Oder die Umsetzer, keiner richtet sich danach. Sprichst du sie drauf an, sprichst du sie sogar persönlich auf an, heißt es nur, lass mich bloß mit der Verschwörungstheorie entfliehen. Ja, krieg ich so einen Hals. Natürlich sind es Verschwörungen, das stimmt sogar, aber keine Theorien, das sind Tatsachen. Und das läuft ja nicht erst seit gestern, das läuft ja schon hunderte Jahre. Hunderte, es läuft zum Teil tausende Jahre. Darf man nicht vergessen. Verschwörungstheorien heißt es denn immer, unter anderem, wenn ich davon spreche, es gibt einen Reptophon. Wer weiß vom Reptophon? Keiner. Du, 1, 2, 3, 5, dann hat sich's auch schon. Der Reptophon ist Pi mal Daumen knapp 2000 Jahre alt. Da kommen Werte rein, Gelder rein, Gold rein. Aus dem Reptophon wurden übrigens die entlassenen DDR-Häftlinge herausgekauft. Ja, dafür mit gehört. Dem Geld des Reptophons. Ja. Und cool. Und cool, der hatte das in die Finger. Aber er hatte nicht das Sagen darüber. Das Sagen hatte das hannoveranische Haus. Die Welfen. Die Welfen hatten das Ernst August. Und die Falange. Und jetzt sind wahrscheinlich die Hessen-Nassauer dran, die das Sagen darüber haben. Jetzt sind wir bei den Welfen angekommen. Nur zu, für den Hintergrund, ganz kurz. Viele wissen, jede Familie, jede deutsche Familie alten Ursprungs hat übrigens ein eigenes Wappen. Jede. Diese Wappen sind einkassiert worden vom Vatikan, der uns heute noch regiert, unter Verschluss. Und es sind nur die Wappen wieder freigegeben worden, die ihnen behilflich sind. Somit sämtliche Häuser, fast sämtliche Häuser, nicht alle. Eine der Begründungen des Ersten Weltkrieges, diese Häuser, es geht um die Häuser. So, die sind freigegeben worden, aber nur deswegen, weil ihnen geholfen wird. Und wir meinen dann, oder die meisten Leute meinen, die haben einen besonderen Status, das ist ja ein Haus, das sind Adelige, die meisten sind noch nicht mal adelig. Die sind nicht wirklich adelig. Dann gibt es eingeschobene Adel, wie beispielsweise Fürstentümer gehört überhaupt nicht zum Adel, das sind künstlich eingeschobene Adel. Und nur die haben das Sagen darüber, über Europa. Europa ist das, sag mal, der Darsteller der Welt. Und Deutschland ist das Herz. Es geht immer wieder. Und da könnt ihr über fast jeden Bereich und jeden Krieg in der Welt gehen. Es geht um Deutschland. Das kann ich alles auf Deutschland reduzieren. Selbst dieser letzte, vorletzte, sehr schlechte Irakkrieg 91 beruht auf deutsche Interessen. Warum? Erinnert euch mal an die Bagdad-Bahn 1912. In den Verträgen, das Reich hat die Verträge gemacht. Das Reich, nicht das deutsche Reich. Vergiss es. Das Reich hat die Verträge gemacht und 20 Kilometer links und rechts der Bahn sind die Erdformationen bzw. Die Speicher, die unten unter sind, die Erde
Alles, was zur Erde gehört, gehört Deutschland. Schürfrechte nennt sich die das. Schürfrechte, ja, ja. Gehört Deutschland. 1912 schon gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, warum diese Kriege gemacht worden sind? Oder warum die Kriege geplant werden gegen Syrien? Gegen den Liban, Libyen? Libyen war in Afrika, das glücklichste Volk, was es gab. Es gab keine Kosten für Heilung, keine Krankenhäuser, keine Steuern. Pärchen, die geheiratet haben, kriegten 50.000 Dollar. Sie kriegten ein Haus hingestellt und. Richtig. Er gab sogar diesem abgebrochenen Napoleon da Wahlgelder in Frankreich. Und warum ist dann der Böse? Nie gewesen. Es ging nur und ausschließlich ums Wasser. Und das war 1995 schon geplant. 95. Da hat er das hochgebracht, dann hatte die City of London darüber beraten, 96, wenn wir das nicht freiwillig kriegen, gehen wir da rein und holen uns das und machen den Krieg. Hat Sack Otzi dann gemacht vor anderthalb Jahren. Es geht nur ums Wasser. Sein Fehler, den er gemacht hatte, was kein Fehler war, er hat am 10. September 2010 Wasserverträge mit Mali, mit Tschad, mit Algerien, mit Ägypten gemacht. Und zwar zu einem Zehntel des normalen Wasserpreises. Und im Wasserbereich geht es in dem Falle um ca. 56 Billionen. Mit B, Bertha. Billionen Euro. Und deswegen musste er ausgeschaltet werden. Es war wirklich das glücklichste Volk dort. Aber das kennen wir, das haben wir schon mal gehört, von einem britischen Außenminister 1938, der von der Münchener Konferenz gekommen ist. Diese Aussage letzte Woche, wer hat die noch gemacht? Steinmeier? Nee, hat er nicht. Egal. Es kommt mir fast so vor wie 1913. Wir haben jetzt aber 2013. Damals hieß es auch, alle sprachen von Frieden. Der Junker, richtig. Und ein Jahr später war Krieg. Habt ihr euch das mal überlegt, was das heißt, was dieser kleine Mistbock da gesagt hat. Klar, die Bevölkerung erstmal in Ruhe zu bringen, damit sie weiter nachdenken und auf einmal... Schon mal vorklären. Ja. Schon mal vorklären. Kennen wir doch. Siehst du, und das ist das Ding, was auch mit Syrien abläuft. Dennis? Ja, ich wollte jetzt nicht auf ein anderes Thema umschauen, ich wollte vorhin noch mal erwähnen wegen der Polizei in Berlin. Komm mal gleich drauf hin. Tix, was hattest du eben? Es war nur eine Ergänzung zu dem eben mit dem Wasser. Es ging darum, dass sie da Wasserreserven gefunden haben, die aus Urzeiten sind. Die so groß sind, dass der Roche und Nestle-Konzern, und die haben es geschafft, die Wüste wieder zum Blühen zu bringen. Richtig. Die haben Nahrung produziert. Ja. Projekt 2000 ist das, ja. Nahrung war es. Absolut richtig. Und das gleiche Spiel läuft momentan in Syrien ab. Wo der Türke dahin gebracht werden soll, Syrien zu überfallen. Es geht nicht um Syrien. Es geht nicht um diesen bösen Assad. Völliger Blödsinn. Es geht um Russland. Es geht um die Pipelines, die da durchgehen. Und es geht dadurch ein geklärtes Werk zu hinterlassen. Denn es geht nicht nur um Syrien, es geht auch um Jordanien und um den Libanon. Die mehr oder weniger militärisch platt zu machen, um an EU ranzubringen, damit Israel an die EU kann. Das steckt dahinter. Ich bin nur davon überzeugt, dass wenn die Türkei wirklich sich dazu hergeben lässt, dort einzufallen, werden wir die Türkei nicht mehr so kennen, wie sie heute ist. Entweder gibt es sie gar nicht mehr und somit auch das Osmanische Reich nicht, denn das will man wieder erstarken lassen. Oder es ist zwei oder drei geteilt. Das ist für einige Eliten auch in Ordnung. Somit können sie auch das Osmanische Reich nicht wieder erstarken lassen. Und kontrollieren. Besser kontrollieren, ja. Und eben keine neue Macht dort aufkommen zu lassen. Das wollen sie nicht.
Ihr habt alle in den Zeitungen gelesen, dass in den letzten 5 oder 6 Wochen Generäle abgewählt worden sind, beziehungsweise neu besetzt worden sind in der Türkei. Diese abgewählten Generäle wollten eventuell putschen, denn die wollten das Spiel nicht mitmachen und haben das auch durchschaut und durchsehen, was dort abläuft. Und da ist man hintergekommen, da hat man sie abgesetzt. In Russland ist auch 1, 2 Austausche gewesen. In Amerika genau das gleiche, fast alle zur gleichen Zeit. Heißt also, die Hardcore-Leute werden angesetzt, denen das völlig egal ist, ob da unten Menschen kaputt gehen, ob da gebombt wird. Es ist einfach nur Schaden, der dort entsteht. Das interessiert die nicht, ob Einzelne. Und ich bin weiterhin davon überzeugt, der Russe ist jetzt richtig aufgefahren. Der ist nochmal aufgefallen, der Chinese sitzt im Hintergrund mit wippenden Füßen. Dass der Chinese in Griechenland ist, wisst ihr, nicht? Ja. Die haben seit 2010 dort eine Basis. Wenn es immer geheißen hat, der Chinese muss vom Osten kommen, falsch. Der kommt vom Südosten, von Griechenland. Und die Basis ist bis oben hin voll. Da liegt auch ein Flugzeugträger. Ich schmeiß mal den Flugzeugträger dort an, bis zum syrischen Ding, der macht 32 Knoten, dann ist der in 18 Stunden da. Das geht ratzfatz. Und wenn es soweit wäre, knallt es richtig. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Tipps. Die Chinesen haben den Hafen gekauft. Richtig. Ja. Ja. Die ganze Hafenanlage. Richtig, den ganzen Scheiß gekauft. Ja. Den ganzen Hafen? Ja, ja, ja. Ja. Völlig richtig. Den Chinesen gehören, das heißt, es hat schon sogar vorgehören, 56 Containerports. Ja, überall auf der ganzen Welt. Richtig. Und die, ist euch mal aufgefallen, dass über die Chinesen kaum was in der Presse steht? So gut wie gar nichts. Sie werden hier totgeschwiegen. In Russland steht schon was in der Presse, selbst in Amerika steht dran, mehr dran. Nur hier in der Mainstream-Presse. Ja. Wobei, wir müssen in der Mainstream-Presse in der Zwischenzeit auch unterscheiden, wo wir das Thema gerade hatten, Presse, dass sie alle gleich geschaltet sind, wissen wir. Ganz kleine Blätter, die wirklich andere Meinungen vertreten, werden weggekickt oder sie kriegen ganz einfach kein Papier mehr. Alles schon passiert. In den 80ern schon passiert mit einem Buch von Lach aus Recklinghausen. Der macht heute nur Kinderbücher. In den Mainstream-Medien ändert sich aber auch was, zumindest in den Printmedien. Und bitte lacht nicht. Ich meine das todernst. Im Springer Verlag ändert sich was. Denn der Springer Verlag soll meines Wissens nach zerschlagen werden von innen. So, und dieser Maulwurf, der sitzt mittendrin sehr, sehr hoch angesiedelt im Verlag. Wir dürfen auch eins nicht vergessen dabei. Friede Springer ist keine Jüdin. Friede Springer ist eine Christin. Miss Mohn übrigens ist keine Jüdin. Sie ist eine Christin. Ob die damit dran betreiben, weiß ich nicht. Ich könnte mir das mit vorstellen, muss aber nicht. Aber der Springer Verlag soll zerschlagen werden. Übrigens war der Axel Springer, einer der ersten, der für Deutschland einen Friedensvertrag machen wollte. Damals war Stalin noch dran. Da ist er 4, 5, 6 Mal nach Moskau geflogen, hat da Stunden und Tage lang gesessen, hat auch im Vorzimmer gesessen, bis er dann nach insgesamt 4 Wochen vorgelassen worden ist. Das war schon 48, 49, 50 war er da. Wobei ich behaupte, ab 48 gab es den echten Stalin nicht mehr. Da wurde eine Marionette hingesetzt, der dann 53 pünktlich gestorben ist. Hm? Gestorben wurde. Ja, ja gut, egal. Da gibt es mehrere dieser Herren. Und da haben die ausgetauscht worden. Ja, darf ich bitte an dieser Stelle, könnt ihr euch mal bitte ein Buch runterladen von, also der Autor heißt Uschkutnik. Er ist wirklich so und das heißt das jüdische Paradox. Ich stelle euch das demnächst nochmal wieder rein, den PDF-Link könnt ihr lesen. Ich sage gleich eins vorweg, da werden die Staatsanwälte richtig abkotzen. Man hat diesen Autor, der dieses Buch damals geschrieben hat, ist mir auch richtig übel mitgegangen, aber man konnte ihn jetzt nicht wirklich wegsperren, weil das, was da drin steht, die Wahrheit ist. Und
Merkt euch bitte den Namen, ich gebe es auch nochmal ein. Ich glaube, gib mal rum und ich gebe euch den Mikro. Es gibt richtig die PDF und dann lest euch das bitte durch. Ihr werdet es kaum glauben, was ihr da lest. Wiederhol nochmal den Namen. Uschkutnik. Er heißt Uschkutnik. Das jüdische Paradox. Hatte ich damals bei Rumpel gegeben. Schreibt solche Informationen nochmal auf den Zettel, lasst den Zettel mal rumgehen. Da kann sich jeder auch mal machen. Ja, ich machen kann. Komm ja auch, dann hol ich meinen aus. Wobei wir wieder bei den Mainstream-Medien sind. Passt auf, was da passiert. Ey, ihr werdet auch festgestellt haben, dass ich nie den Springer Verlag angegriffen habe. Nie. Ich habe die immer rausgehalten. Mehr oder weniger bekomme ich sogar interne. Wenige, aber ich bekomme sie. Ich halte sie raus. Und es laufen noch ein paar andere Sachen damit mit denen ab, wie auch immer. Es kann sein, dass da was passiert. Und das sollte so nicht sein. Egal, was einer von Bild-Zeitung oder sonst was halten mag, ist doch völlig egal. Aber das sollte so nicht passieren. Und das ist eines der Sachen, die heute im Hintergrund laufen, wo kaum einer hinterkommt. In der Politik in Berlin, ab zweite Reihe wissen die gar nichts mehr. Ab zweite Reihe sind nur noch Stimmabsitzer und Stimmgeber. Wenn man sich dann das letzte beste Beispiel reintut, wo mein Freund Wovereit. Aber, man muss dazu sagen, im Aufbau dieser Polizei, was man von sagt, Privatpolizei, hat er nicht mitspielen wollen. Dafür hat er eine Watsche gekriegt. Dafür ist er abgewatscht worden, dass er aus dem Aufsichtsrat des Flughafens rausfliegt. Das Schöne dabei ist, die gleichen Leute, die ihn dort rausgekoffert haben, haben nachher stimmenmäßig für ihn gestimmt, damit er Bürgermeister bleibt. Mit der grünen Karte in der Hand, nicht mit der roten. Die gleichen haben ihn drin gelassen. Ich meine, was für eine Wahl das ist, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Das ist eine Betrugswahl, nach dem Motto, ich sehe, wie du abstimmst. Wehe, du stimmst nicht richtig ab. Dann gibt das aber Dampf. Und es gibt bei denen dann. So viel zur Demokratie. Und diese gleichen Leute haben ihn drin gelassen. Das war einfach eine Abstrafung, mehr ist das nicht. Denn er ist der Letzte, der da was für kann, dass der Flughafen nicht fertig wird. Der Allerletzte. Eher die Leute dazu. Eins dürfen wir nicht vergessen, das Ding, dass es nicht fertig wird, ist einfach nur ein Euro-Grab. Da wird Geld reingeschaufelt ohne Ende. Von dir, von mir, von anderen. Und immer wieder rein und immer wieder rein und immer wieder rein. Und Milliarden ist schon mal Geld, das ist schon eine Menge. Und so wird Geld weggenommen. Erinnert euch bitte mal an die Post, als wir die Post noch hatten. Einige wissen das von euch, du bist gleich dran. Put. Sind das noch? 90er Jahre, die Post hatte ganz grob gerechnet 500 Milliarden an Werten, bis runtergerechnet zur letzten Briefmarke. 500 Milliarden ist schon was. Dann kam Herr Aaron Lubowitsch, seines Zeichens Jude, geboren in Haifa. Ron Sommer. Als er weggegangen worden ist, kannst du nicht dafür? Gut. Als er weggegangen worden ist, hatte die Post nur noch 70 Milliarden. Allerdings Minus. So, reingerechnet in diesen Verlusten sind nicht die beiden Börsengänge, die nochmal 130 Milliarden ausmachten. Habt ihr mitgezählt? Das sind 700 Milliarden. 700 Milliarden. Und wo die hingegangen sind, ist klar? Südost Richtung Jerusalem. Die Welthauptstadt, die sie werden will, braucht doch Geld. Darum ist Herr Rothschild auch auf dem 500-Schinkelschein zu sehen. Und das größte Gerichtsgebäude und viele andere Gebäude sind längst errichtet. Die stehen schon seit 10, 12, 15 Jahren da, teilweise 20 Jahre.
wo das Weltgericht tagt. Und so wird Geld rausgeholt. Und noch was dazu. Unsere Sozialversicherung, unsere Rentenversicherung werden seit 1958 beraubt. Hochgerechnet auf den Euro ohne Zinsen. Auch ohne Zinseszinsen, was dieses schmutzige System ja ausmacht, der Zinseszins. Es geht nicht um den einfachen Zins, es geht um den Zinseszins. Seit 1958 auf Euro umgerechnet, ohne Zinsen nochmal, sind Pi mal Daumen 750 bis 800 Milliarden rausgeholt worden. Und einen gesunden Stand hatten wir wieder erreicht 1981, 82. Eigenartigerweise auf Anweisung von Willy Brandt. Was habe ich immer gesagt, was ist Willy Brandt? Nuttenpfiffi. Mehr ist das nicht. Er ist der Sohn einer Prostituierten. Was wollen wir denn? Darf ich doch sagen, oder? Ist er das nicht? Herbert Frahm. Herbert Frahm. Ja. Völlig richtig. Ist einer Lübecker Prostituierte gewesen. Kann ja sein. Aber durch seine Entscheidung war der Rententopf 1982 wieder gefüllt. Und dann kam auf dem Vorwege Herr Schmidt, unser Raucher Helmut Schmidt, den wir alle so über alles lieben. Ja, ich auch mal, gehört auch mal, muss ich zugeben. Ja. Muss ich zugeben. Herbert Frahm habe ich nie gemacht, den ich übrigens auch persönlich kannte. Habe ich nie gemacht, aber eine andere Sache, habe ich ihm auch gesagt. Aber dann kam Helmut Schmidt und machte NJS um. Und dann kam die Birne. Die griff den Rest raus. Und die Birne sieht heute schon so aus, ich behaupte mal, der hat die Hölle schon gesehen. Die Hölle gesehen. Der macht den Eindruck, als wenn ihn der Sargdeckel schon ein paar Mal in sich geknallt hat. Das ist wohl wahr. Das ist einer der übelsten gewesen. Nicht umsonst hat er unter anderem die höchsten Auszeichnungen von Brian Briss gekriegt und sämtliche Judenauszeichnungen, die man sich vorstellen kann. Sämtliche. Und das fünfmal hintereinander, wie auch immer. Nicht umsonst hat er es bekommen. Und sie mergeln das Volk, solche Leute mergeln das Volk aus und stehlen unser Geld. Ja. Geld ist im Prinzip unwichtig, völlig klar. Aber die Werte, die dahinter stehen und wo das Volk, wo die Leute sich drauf berufen und wo es ihre Sicherheit darstellen, unter anderem auch in den Renten, in der Altersvorsorge. Wegen Altersvorsorge, wenn dann wieder gesagt wird, muss unbedingt was fürs Private tun. Das ist alles schön und gut. Wer das macht, ist dumm. Begründung, das Geld liegt in England. Nicht in Deutschland, nicht in einem Hedgefonds. Von jeder Versicherung. Versicherung. Ich kann ja was sichern. Dann ist es sicher für mich. Ich kann das auch versichern, also nicht sichern, auf die Wortwahl achten. Ich kann auch weitergehen, da lachen viele drüber. Verheiratet sein. Ich kann ja heiraten und ich bin verheiratet, schon für die Entscheidung gesagt. Und ähnliches. Text. Eine Information und eine Frage. Information, mein Onkel arbeitet beim Brandschutz und so eine Sache. Ja. Kennt sich also mit sowas richtig gut aus. Und dann auch in Berlin. Und kennt zufällig auch Leute, die am Flughafen gearbeitet haben. Ja. Es wurde für mehr als 30 Millionen nur Brandschutz verarbeitet. Ja. Die Firma, die da zu tun hat, hat richtig Ahnung von ihrem Fach. Da haben sich für dieses Geld auch keine Idioten rangesetzt. Brandschutztechnisch ist das alles so gelaufen, wie das sein sollte. Und da soll auch alles in Ordnung mit sein. Das ist so als Information. Und das wäre auch ein Unding, wenn so ein großer Auftrag so in die Hose geht und das in Deutschland, die wirklich alles vorgeplant. Er musste in die Hose gehen. Das ist er wirklich in die Hose gegangen? Ist er in die Hose gegangen? Ist er denn wirklich in die Hose gegangen? Wir waren mal da. Genau, wer weiß, dass wer da hinten umgebaut wird? Wer weiß und, das denn? Und jetzt die Frage. So. Warum sind denn die vor 4 Wochen, 5 Wochen? Da kam man gerade dazu, Mensch, wir gucken uns das jetzt mal an, ob Brandschutz und so weiter haut. Und man hat in der Woche gesagt, es sind nur die Türen. Ja. Wir sehen alle das in Ordnung. Ja. 2 Tage später wurden 8 Minister und Frau Merkel zu Herrn Putin zitiert. Ja. Hatte das was mit dem Flughafen zu tun? Unter anderem mit, nicht nur.
Aber die wurden definitiv zitiert, oder? Die fährt da nicht umsonst mit Ja, nur an den Zeitungen wirst du das nicht gelesen haben, dass sie zitiert worden sind. Sie sind zitiert. Dann kam natürlich auch auf, Putin sei krank und. Weil er das erste Mal eine Pressekonferenz im Sitzen gegeben hat, ein bisschen aufgedunsen war. Völliger Quatsch. Putin sieht noch genauso aus wie vorher. Der ist genauso kräftig drauf. Zu 99% sind sämtliche Bilder hier im Westen gefotoshoppt worden. Das können wir doch. Scheiße. Entschuldigung. Aber es ist so. Alleine um hier auch die Zweifel hochzubringen, um auch Hass zu schüren. Das heißt, die saß gar nicht neben denen und glaube, doch, die saß daneben. Du kannst aber doch die einzelne Position, die einzelne Persona, kannst du doch photoshoppen. Der macht den einfach dicker, der sieht ja aus wie gebotoxt. Wäre es an dieser Stelle vielleicht nicht verkehrt, nochmal das mit Pussy White zu erwähnen, auch wenn schon einige Leute darüber ausgesprochen haben? Nur sicherheitshalber für diejenigen, die es nicht wissen. Ja, aber geht eventuell noch zu weit. Vielleicht wird ja ein bisschen das Gleiche eingebaut, wie es zum Beispiel. Ja, okay. Ist sogar wahrscheinlich. Ist, nee, gar nicht mal. Es ist ja vorgeplant worden. Es muss nur umgesetzt werden. Und die Politiker sind nur dafür da, um deren Information ans Volk weiterzugeben, damit die nicht aufmocken. Damit die ruhig sitzen bleiben, ihren Kaffee trinken, ihre Soaps sehen, die Glotze anhaben, zum Aldi Lidl gehen können und so weiter. Übrigens, das war ein Oxymoron. Sagt, dass der Vorbereiter, dass der dafür nichts kann. Ja. Gar nichts. Der kann gar nichts. Ja, ist richtig. Ja, stimme ich mit dir sofort überein. Der kann wirklich nichts. Das ist eine einfache Schwulette und gut ist das. Und die haben sie da nur hingesetzt, weil das ja so in ist. Die einen sind schwul, die anderen sind lesbisch, dann kommen die Neger, dann kommen die Halbfarbigen, dann kommt alles andere rein. Es wird alles dargestellt. Je hässlicher und dümmer, desto besser. Ja, ja genau. Okay. Genau. Nur Intelligenzen sind das nicht. Und sie lassen sich für alles benutzen, wofür sie gebraucht werden und bezahlt werden. Beste Beispiel ist übrigens der 2+4-Vertrag oder von Lissabon, der Lissabon-Vertrag. Ne? Als der Lissabon-Vertrag abgestimmt worden ist, hat keiner ein Original vorliegen gehabt. Keiner in der Politik. IM Erika hatte vielleicht ein Liegen, das ist ja möglich. Glaube ich noch nicht mal. Es gab keinen Vertrag, wo die das einsehen konnten. Sie haben frei so abgestimmt. Sie haben erst 3 Tage später eine Kopie dieses Vertrages bekommen. Das war aber schon die 3., 4. Umänderung. Paragraph so und so viel fällt weg, dafür erscheint Paragraph so und so viel. Der Paragraph weg, dafür erscheint so und so viel. Der Artikel weg, der Paragraph weg, dafür erscheint Artikel. Konnte keiner lesen, was das war. Das Original hatten sie immer noch nicht vorliegen. Aber hatten schon 3 Tage vorher abgestimmt. Und keiner wusste warum. Weil einige haben sie ja gezeigt im Fernsehen auch, wenn sie denn gefragt worden sind, was haben sie denn da gerade abgestimmt, da weiß ich nicht. Über wie viele Milliarden? 1, 2, 5? 195 waren es oder 190 waren es? Sie meinen, 1, 2? Ja. Wissen Sie, was da und da drin steht? Nicht so genau. So viel zu den Politikern. Es sind nur Leute, die euch beruhigen sollen, damit ihr ganz klar gesprochen die Schnauze halten sollt. Und nicht nachdenken und nicht aufmocken sollte. Denn aufmockende Bürger mag man nicht, weil die fangen dann an nachzudenken. Und dann wird sogar so, die Frechheit geht von denen sogar so weit, wir geben dem Volk das Recht. Bitte? Was ist das denn? Das Volk gibt dem das Recht, umgekehrt wird ein Kind draus. Und das ist das Spiel, was abläuft. Und das läuft nicht erst seit gestern an. Wie hat Gunter Gabriel gesagt, ihr seid unsere Angestellten. Ja, hat er ja gesagt. Und der Publikum mein Freund so Gabriel. Mit dem habe ich noch ein Hühnchen zu rufen, aber das kommt später. Da gibt es ein schönes. Ja, aber du meinst jetzt die Politiker? Oh, ja. Da gibt es ein schönes Zitat, das heißt, Politiker sind gar nicht ausgebildet, um eine Lösung zu finden. Sie sind nur dazu da, um den Ist-Zustand beizubehalten. Ja, noch nicht mal. Unsere führen ja halt noch nicht mal den Ist-Zustand. Sie führen zurück. Und zwar materiell zurück. Mehr ist das nicht. Und wie gesagt, um an das Volk Informationen zu bringen, damit du es besser kauen kannst. Mehr ist das nicht. Bitte?
Ja doch, das Verarschen haben sie aber gut gelernt, finde ich. Dann haben sie echt drauf. Die haben es nicht anders. Das ist echt übel. Die haben nichts anderes. Ja, Moment, man muss bei so vielen Vollidioten jetzt in wirklich Kunst. Das ist keine Kunst. Man kann auch nicht sagen, dass die jemals in ihrem Leben bisher gearbeitet haben. Ich glaube, auf Rom, da lernt man nur, setzt man eine Stunde essen, Papa kommt und Auto, dann geht es einem immer gut. Du hast gerade Club of Rome gesagt. Das sind doch, da sitzen, da lernen die doch, oder? Du weißt schon, warum der Club of Rome gegründet worden ist. Naja, eigentlich nur, um die nächste Generation auszubilden für ihren Mist, den sie vorhaben, oder? Nein. Die Schulen, wo sie alle mal herkommen. Nein. Das ist wieder ein anderer Bereich. Das geht über das Tavistock-Institut. Da geht auch die Frankfurter Schule rüber. Ja. Nein, Club of Rome ist gegründet worden, weil wir heute immer noch vom Vatikan regiert werden. Und nicht, wie es uns erzählt wird, das deutsch-römische Reich, ideal wie, ist 1806, 1804, differenzieren die Zahlen, untergegangen. Das ist völliger Quatsch, völliger Blödsinn. Es wird heute noch über den Vatikan gerichtet und geleitet. Und der Vatikan wird von der Col geleitet. Von der Col. Von der City of London. Die City of London. Beste Beispiel, Vatikan. Da sind ein paar liebe Freunde, die haben dann ihre Staatsbürgerschaft beantragt. Haben sie auch bekommen. Sie ist okay, ist okay. Deutsch. Ja. Deutsch. Das ist gerne schnell. Egal wie. In welcher Farbe haben sie die Urkunde bekommen? In Gelb. Alles klar? Das Gelb. Ist Vatikan. Was hat Oma einmal gesagt? Gelb ist die Falschheit. Hat Oma früher schon gesagt. Und genau das ist es. Das ist es. Da sind wir wieder beim Vatikan, was wir vorhin schon hatten mit den Wappen. Ihr wisst, ich habe eine Serie reingebracht von Joas, Familie Joas. Gar kein Problem. Ich habe ihn auch vorgewarnt, wenn das Gespräch ist über Wappen. Er macht sein eigenes Wappen. Kein Problem. Mit dem Adler dahinter. Kein Problem. Die Idee ist richtig. Kein Problem. Nur wenn mir denn einer sagt, mir nicht, sondern jemand anders sagt, das hat er vor sechs Monaten schon anderen erzählt, der käme vom Aldebaran und er wäre der einzige Gott auf dieser Welt. Den kriege ich in den Hals. Damit kannte er mich noch nicht. Ist so. Alle Götter. Ja, richtig. So, und deswegen habe ich den unter anderem, dann habe ich mich davon, ja, sag mal, losgesagt. Ach, kann man alles nicht vorher sehen, nicht alles wissen. Aber ich bin doch für alles offen. Man muss nur mit mir sprechen. Leider wollen das nicht viele. Vielleicht bin ich ja auch nicht einfach. Das ist ja auch in Ordnung. Macht auch nichts. Vielleicht stelle ich dann auch zu viele Fragen, die mir vorgeworfen worden sind, dass ich sie angeblich nicht gestellt hätte bei der Polizeigewerkschaft. Hilfswerk. Ja, dass mir Fragen stellen und was weiß ich. Nee, habe ich gemacht. Bei mir geht schon wieder ein Telefon. Das ist auch normal. Das passiert auch bei den Nachrichten. So, und dann geht das weg. So einfach. Und ich hätte nicht genug gefragt, das ist falsch. Es wurde sogar sehr laut, dass die Referentin dann große Augen bekam und wusste gar nicht, wo hin und her und sprang hin und her. Wir wollen hier doch nicht schreiben. Wir haben gar nicht geschrieben.